Wem die Märkte aktuell nicht aufregend genug sind, der scheint oft genug aber mit Optionsscheinen an den Börsen zu Werke zu gehen. Aber wir sehen es oft anhand von Zuschauerfragen, dass da viel Wissen lückenhaft ist. Und das wollen wir jetzt mit Matthias Hüppe von der HSBC füllen. Matthias Hüppe, wir schauen uns mal die wichtigsten Parameter für die Ausgestaltung von Optionsscheinen an. Fangen nicht unbedingt bei Adam und Eva an, aber beim Basispreis als einer der wichtigen Entscheidungen. Entgegen der landläufigen Meinung ist das aber nicht so der Einkaufspreis sozusagen, sondern sozusagen die Zielgröße. Wie muss der gewählt und beschaffen sein, dass man am Ende der Laufzeit mit einem Optionsschein auch Geld verdient? Ja, also wenn ich das genau wüsste, würde ich natürlich hier nicht mehr stehen. Aber grundsätzlich ist entscheidend, dass wenn jemand, ein Käufer eines Optionsscheins, muss sich immer die Frage stellen, nicht nur, ob er auf steigende Kurse, also mittels Calls, oder auf fallende Kurse mittels Put investiert, sondern er muss sich auch genau die Frage stellen, wohin geht denn der Wert, die Aktie oder der Index oder der Rohstoff, auf den ich setze, wohin wird er sich denn entwickeln? Weil das ist ganz entscheidend. Entsprechend muss man dann auch den Basispreis auswählen. Und das ist, glaube ich, etwas, was so die große Kunst ist. Ein einfaches Beispiel. Sie haben einen Aktienkurs bei 100 und Sie gehen davon aus, dass die Aktie steigt und kaufen beispielsweise einen Basispreis von 120 und diese Aktie steigt auf 119. Ja, dann ist leider am Ende des Tages, haben Sie zwar recht gehabt, dass die Aktie steigt, aber Sie haben einen Basispreis gewählt, der oberhalb der Kurssteigerung dieser Aktie lag und am Ende des Tages vielleicht einen Totalverlust erzielt. Das heißt, man muss sich ein genaues Ziel setzen, bis wohin denn beispielsweise die Aktie steigen oder fallen soll. Und entsprechend dessen muss man dann den Basispreis auswählen. Und da ist es dann manchmal so ein bisschen, muss man sagen, dass vielleicht die Gier dann auch die Gefahr ist. Weil wenn man natürlich einen Basispreis zu weit wegwählt, dann ist dieser Optionsschein erstmal viel günstiger und bietet natürlich entsprechend auch die Möglichkeit auf eine hohe Rendite. Andersrum ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze am Ende wirklich dann auch positiv ausgeht, umso geringer, weil natürlich der Basispreis einfach viel höher ist, als der Aktienkurs derzeit zum Beispiel ist. Also da ist wirklich so ein bisschen gefordert, sich realistisch einzuschätzen. Und wenn man diese Einschätzung hat, im Gegensatz zum Aktienanleger, nicht nur darauf setzen, ob es steigt oder fällt, sondern auch, wie stark oder wie weit wird es fallen, diese Frage muss man sich stellen und auch beantworten. Entscheidung 2, das richtige Bezugsverhältnis. Wozu ist das wie wichtig? Ja, das Bezugsverhältnis sagt eigentlich aus, wie viel kriege ich denn am Ende, also wie viele Anteile kriege ich zurück. Wenn wir beispielsweise einen Index nehmen, der in Punkte gerechnet ist, dann ist es natürlich schwer, wenn man einen Optionsschein sozusagen sich auf einen DAX beziehen würde. Das wären dann 13.000 Punkte beziehungsweise 13.000 Euro beispielsweise wenn man jetzt einen Basiskurs von 13.000 hätte. Das ist natürlich zu groß dann, weil diese Scheine dann natürlich einen sehr hohen Wert haben und dann ist es beispielsweise gar nicht möglich, 100 oder 500 Euro zu investieren. Entsprechend wird dann ein Bezugsverhältnis gemacht, dann heißt es beispielsweise, es bezieht sich nicht auf einen DAX, sondern auf ein Hundertstel oder auf ein Tausendstel DAX. Ähnlich ist es zum Beispiel bei Aktien, die sehr hohe nominale Werte haben, wie beispielsweise eine Amazon, dass man da halt auch dann entsprechend eine Stückelung vornimmt. Und das sollte man natürlich berücksichtigen. Dann entsprechend, wenn man einen Optionsschein kauft, wie ist denn überhaupt das Bezugsverhältnis? Ist es 1:1 oder ist es beispielsweise 1:10 oder 1:100? Das wird dort immer angegeben, aber auch da sollte man sich im Vorfeld natürlich drüber schlau machen. Einer der beiden besonders wichtigen Faktoren eines Optionsscheins ist der Zeitwert neben dem inneren Wert. Nun ist es naturgemäß so, während der Laufzeit bis zum Laufzeitende hin sinkt der Zeitwert. Was bedeutet das? Ja, da muss man sich nochmal überlegen, was ist eigentlich ein Optionsschein? Ein Optionsschein verbrieft das Recht, und wenn wir jetzt mal einen Call nehmen, eine bestimmte Aktie oder Index zu einem vorher festgelegten Preis zu erwerben. Und Sie können sich vorstellen, je länger diese Laufzeit ist, also je später man dieses Recht sozusagen in Anspruch nehmen kann, desto mehr ist natürlich so ein Optionsschein wert. Und das ist dann meist so, dass beispielsweise, wenn die Aktie aktuell bei 100 steht und man einen Optionsschein kaufen würde mit einem Basispreis von 110, das heißt, man würde erst oberhalb von Kursen von 110 überhaupt sozusagen mit diesem Optionsschein Geld verdienen, hat dieser Optionsschein natürlich dennoch einen Preis, weil natürlich je länger die Laufzeit dieses Optionsscheins ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass die Aktie vielleicht über die 110 steigen wird und dass dieser Optionsschein entsprechend an Wert gewinnt. Und deswegen ist es so, dass dieser Zeitwert natürlich zu Beginn einer Laufzeit am höchsten ist. Und wenn es nur noch ein Tag beispielsweise ist, ist er nahezu null. Er baut sich dann über die Zeit ab, weil mit jedem Tag, den dieser Optionsschein sozusagen abgelaufen ist oder die Laufzeit sich verkürzt, natürlich auch entsprechend
ein bisschen dieses Wert dieses Rechts verliert und entsprechend auch der Zeitwert sinkt. Das heißt, ein Optionsschein mit einer langen Laufzeit hat eher tendenziell einen hohen Zeitwert, während ein Optionsschein mit einer sehr kurzen Laufzeit entsprechend einen geringen Zeitwert hat. Ein Parameter gerne vernachlässigt ist das Aufgeld. Also es drückt aus, wie teuer ein Optionsschein ist gegenüber einem Direktinvestment, zum Beispiel gegenüber dem Direktkauf einer Aktie. Wie setzt sich so ein Aufgeld zusammen? Wo findet man das? Und warum ein Optionsschein, wenn doch augenscheinlich ein Direktinvestment günstiger ist? Ja, dieses Aufgeld, das ist sozusagen auch der Zeitwert, der wird oft als Aufgeld ausgewiesen und dieses Aufgeld sagt halt, wie viel mehr oder weniger jetzt diese Option an Wert hat, dieses Recht an Wert hat. Und man muss es sich natürlich so vorstellen, beispielsweise die Aktie wäre jetzt, wir machen nochmal das Beispiel, die Aktie wäre bei 100 und ich würde einen Optionsschein kaufen, der mich an Kurssteigerungen oberhalb von 100 partizipieren lässt, also wo ich das Recht habe, die Aktie zu 100 zu kaufen. Und wenn die Aktie dann beispielsweise bei 110 ist, habe ich natürlich einen Wert von 10 €, weil ich kann das Recht in Anspruch nehmen, zu 10 € oder zu 100 die Aktie zu kaufen und sie gleich zu 110 zu verkaufen. Das heißt, dieser Optionsschein hat dann einen Wert von 10 €. Wenn aber jetzt beispielsweise die Aktie bei 100 ist und der Optionsschein auch bei 100, dann habe ich erstmal plus minus 0. Nichtsdestotrotz habe ich ja die Chance, dass der Kurs darüber steigt. Das heißt zum Beispiel, es kann sein, dass dieser Optionsschein jetzt vielleicht 3 € kostet. Und dann heißt es für mich, da muss erstmal die Aktie auf 103 € steigen, bevor ich überhaupt die Kosten dieses Optionsscheins, also sprich dieses Aufgeld verdient habe. Und erst darüber hinaus, ab 104, 105 € beispielsweise, bin ich dann in der Gewinnzone. Das heißt, das ist auch ganz wichtig, wenn man sich dieses Aufgeld anschaut. Dann kann man daraus sozusagen errechnen, wie weit muss denn überhaupt jetzt diese Aktie der Index steigen, bevor ich meine Kaufkosten des Optionsscheins wieder wetthabe und dann erst in der Gewinnzone bin. Das ist auch ganz wichtig, dass man das berücksichtigt, weil es reicht dann eben nicht, dass man nur oberhalb des Basispreises ist, sondern man muss immer noch berücksichtigen, wie viel habe ich denn zum Kaufzeitpunkt für diesen Optionsschein bezahlt? Was ist also sozusagen das Aufgeld, was ich erstmal verdienen muss? Und kann man einen Optionsschein während der Laufzeit auch zu den üblichen Handelszeiten jederzeit verkaufen? Aber wer sozusagen durchhält bis zum letzten Tag der Ausübungsfrist, stellt sich oft die Frage, ja, muss ich jetzt ausüben? Muss ich den Optionsschein jetzt ausüben? Oder was macht man denn am Ende damit? Was muss man machen? So ein Optionsschein ist ja kein Selbstzweck. Genau, also das ist ein bisschen historisch, diese Optionsscheine, die verbriefen dieses Recht. In der Regel ist es dieses amerikanische Recht, jederzeit ausüben zu können. Also man könnte jederzeit sagen, zahlen Sie mir bitte den, lieber Emittent, zahlen mir jetzt die Differenz zwischen diesem inneren Wert, wenn er denn da ist, und dem aktuellen Aktienkurs dann aus. Das ist eine Möglichkeit, die man hat. Das wäre zum Beispiel für den Fall, wenn es keine Preise gibt, wenn man also diesen Optionsschein nicht an der Börse ganz normal kaufen und verkaufen könnte. Aber es lohnt sich wirtschaftlich in der Regel nicht, weil es natürlich so ist, dass ich damit automatisch das Aufgeld verliere. Das heißt, wenn ich während der Laufzeit diesen Optionsschein dann verkaufen möchte, ist es meist besser, ihn einfach ganz normal an der Börse oder außerbörslich zum Emittenten zu verkaufen, weil dann kriege ich auch einen Teil des Aufgeldes zurück, anstatt eine Ausübung zu machen. Und ganz wichtig ist, wenn ich diese Ausübung dann nicht mache, also wenn ich den Optionsschein bis zum Laufzeitende laufen lasse, dann ist es nicht so, dass ich irgendwie, also der Begriff der Frist könnte da so ein bisschen das Gefühl geben, ich muss in dieser Frist was machen. Nein, das ist nicht so. Wenn am Ende ein innerer Wert ist, also wenn dieser Optionsschein sozusagen einen Wert hat, dann wird er am Ende automatisch ausgeübt. Da muss man ein bisschen gucken in den endgültigen Bedingungen. Bei DAX-Aktien ist es beispielsweise die 13 Uhr Mittagsauktion, bei Xetra, US-Aktien sind es oft die Schlusskurse dann an der NICE oder NASDAQ. Dann wird der Kurs festgestellt und die Differenz wird dann ermittelt und das wird dem Kunden dann oder dem Käufer des Optionsscheins automatisch 5 Bankarbeitstage später auf seinem Konto gutgeschrieben. Das heißt, wenn er nichts macht, passiert auch nichts. Wenn dieser Schein einen Wert hat, kriegt er ihn ausgezahlt. Also das ist ganz wichtig. Und Ausübung, muss man sagen, lohnt sich in den meisten Fällen nicht, weil es in der Regel so ist, dass man natürlich, wenn man ihn dem Emittenten zurückgibt, einen Teil des Aufgeldes wiederkriegt und damit deutlich besser gestellt ist, als wenn man eine Ausübung vornimmt. Okay, wichtige Information. Eine letzte Information noch, das Delta. Wichtige Kennziffer, aber wofür? Ja, das Delta, das sagt eigentlich aus, wie stark mein Optionsschein seinen Preis verändert, wenn sich der Basiswert, also die Aktienindex, um eine Einheit verändert. Dieses Delta liegt zwischen 1 und 0 oder minus 1 und 0, je nachdem, ob man Put oder Call oder Call oder Put in diesem Fall hat.
Man kann es auch so interpretieren, und das ist vielleicht ganz wichtig, das Delta sagt auch aus, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Optionsschein am Ende denn wirklich auch sozusagen einen Wert erzielt. Und wenn die Aktie bei 100 ist und der Optionsschein einen Basispreis von 100 hat, dann könnte man sagen, na, die Chance, dass die Aktie steigt oder fällt, ist 50-50. Und dann stellt man auch fest, dass dieses Delta in der Regel dann auch ein Delta von 0,5 ist. Und wenn natürlich das Ganze über den Basispreis steigt, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass man am Ende des Tages auch einen Wert ausgezahlt kriegt. Das heißt, das Delta wird größer. Wenn das natürlich in die andere Richtung geht, wird das Delta entsprechend kleiner. Und da sollte man natürlich darauf achten, wenn da beispielsweise ein Delta von 0,02 steht, dann kann man sich so gesehen näherungsweise ausrechnen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Optionsschein wirklich am Ende noch einen Wert hat, 2% ist. Das heißt, das ist natürlich extrem spekulativ an der Stelle. Das sollte man immer berücksichtigen. Matthias Hüppe, vielen Dank. Ja, Optionsscheine, das ist etwas für sozusagen die Könner an den Kapitalmärkten. Denn es gibt einige Parameter, die man schon richtig auswählen und beurteilen muss, um mit einem Optionsschein auch Geld zu verdienen. Matthias Hüppe hat einen Überblick gegeben. Wir fassen das Ganze nochmal für Sie zusammen unter www.deraktionär.tv und auf vielen anderen Websites.